Wir erhalten einen Notruf von der USS Kobayashi Maru. Das Schiff hat alle Energie verloren und ist hilflos. Das Sternflottenkommando ordnet Rettung an. Das Sternflottenkommando ordnet Rettung an... Captain. Zwei klingonische Schiffe sind in die neutrale Zone eingedrungen und zielen auf uns. Na, ist doch schön. Ist doch schön? Ja, keine Sorge. Hat er gesagt, ja, keine Sorge? Nimmt er die Simulation etwa nicht ernst? Drei weitere klingonische Warbirds enttarnen sich und zielen auf unser Schiff. Das wird für uns vermutlich auch kein Problem. Sie feuern, Captain. Die Krankenstation soll sich bereit machen, die gesamte Crew des beschädigten Schiffes aufzunehmen. Und wie haben Sie sich das vorgestellt, solange wir von klingonischen Schiffen eingekreist sind, Captain? Krankenstation rufen. Unser Schiff wird getroffen. Schilde bei 60%. Hab verstanden. Sollten wir, na, keine Ahnung, das Feuer erwidern? Nein. Wieso denn auch? Was soll das? Was ist da los? Photon-Torpedos vorbereiten zum Angriff auf die Klingonen. Ja, Sir. Jim, ihre Schilde sind nach oben. Ach, echt? Nein, sind sie nicht. Feuern Sie auf alle feindlichen Schiffe. Einer pro Schiff sollte reichen. Verschwenden wir keine Munition. Ziel eingegeben und erfasst für alle Kampfschiffe. Feuer! Alle Schiffe zerstört, Captain. Beginnen Sie mit der Rettungsaktion. Also, wir haben es geschafft, alle feindlichen Schiffe zu eliminieren. Niemand an Bord wurde verletzt. Und die erfolgreiche Rettung der Kobayashi Maru-Besatzung ist angelaufen. Wie zum Teufel hat dieser Bursche ihren Test geschlagen? Das weiß ich nicht. Diese Sitzung wurde einberufen, um eine beunruhigende Angelegenheit zu klären. James T. Kirk, treten Sie vor. Kadett Kirk, diesem Rat liegen Berichte vor, die nahelegen, dass Sie die Verhaltensregeln gemäß Punkt 1.7.4.3 der Sternenflottenvorschriften verletzt haben. Möchten Sie irgendetwas sagen, bevor wir anfangen, Sir? Ja, ich glaube, ich habe das Recht, mit meinem Ankläger persönlich zu sprechen. Treten Sie bitte vor. Das ist Commander Spock. Er ist einer unserer herausragendsten Absolventen. Er programmiert seit 4 Jahren den Kobayashi Maru-Test. Commander? Kadett Kirk, irgendwie haben Sie eine Subroutine in den Programmcode eingeschleust und aktiviert und somit die Bedingungen des Tests verändert. Und das bedeutet was? Umgangssprachlich ausgedrückt, Sie haben gemogelt. Lassen Sie mich Ihnen eine Frage stellen. Und ich denke, die Antwort kennen wir alle. Der Test selbst ist eine Mogelpackung, oder? Sie haben ihn so programmiert, dass man ihn nicht bestehen kann. Sie schließen also von vornherein ausweglose Situationen aus. Ich glaube nicht an ausweglose Situationen. Dann haben Sie nicht nur die Regeln verletzt, sondern auch die wesentliche Lektion nicht verstanden. Bitte, klären Sie mich auf. Besonders Sie sollten das wissen, Kadett Kirk. Ein Captain kann den Tod nicht betrügen. Ich besonders? Ihr Vater, Lieutenant George Kirk, übernahm doch das Kommando seines Schiffes, bevor er in einer Schlacht fiel, oder? Ich glaube, Ihnen gefällt nicht, dass ich Ihren Test bezwingen konnte. Ganz offenbar haben Sie den tieferen Sinn der Prüfung nicht verstanden. Klären Sie mich erneut auf. Es geht darum, Angst zu erfahren. Und zwar im Angesicht des sicheren Todes. Sich dieser Angst zu stellen und dabei die Kontrolle über sich und sein Schiff zu wahren, ist eine Eigenschaft, die man von jedem Sternenflottenkapitän erwartet. Entschuldigung, Sir. Wir haben einen Notruf von Vulkan erhalten. Da der Hauptteil unserer Flotte im Laurentianischen System im Einsatz ist, beordere ich alle Kadetten zu Hangar 1, und zwar sofort. Wegtreten! Wer war dieser spitzohrige Mistkerl? Keine Ahnung, aber ich mag ihn.